Hallo, ihr Lieben, seid herzlich willkommen zum Tageslicht für Dienstag, den 30.04. Ja, heute wandert dann auch noch der Mars in sein eigenes Zeichen, wie gesagt, in den Widder. Die Venus, die ist schon in den Stier gewechselt gestern. Und ja, haben wir zudem, ich habe es leider völlig außer Acht gelassen im Wochenlicht, haben wir heute dann auch noch Portaltag. Ja, also das ist ja auch ein schönes Portal, ja, zum einen in den Mai hinein, ja, ins Frühlingsfest Beltane, aber eben auch gemeinsam mit diesen beiden starken Kräften, Mars und Venus, ja, und geht bald auch nochmal eine spannende Phase insofern los, dass der Pluto in die Rückläufigkeit wechselt. Aber das ist dann erst am 2. Mai. Schauen wir dann nochmal. Ja, schauen wir. Was steht uns heute hier an Informationen zur Verfügung? Was dürfen wir wissen? Geheimnis, ja. Es ist ein geheimnisvoller Tag, ein wundervoller Tag vielleicht, ja. Das Buch haben wir hier dabei aus dem Lenormand, aber schlägt sich eben auch ein neues Kapitel auf, ja. Vieles ist davon noch undurchsichtig, unbekannt, aber ja, entdecke es nach und nach, lerne es Schritt für Schritt kennen, schreib dein neues Kapitel eine Seite für Seite für Seite und ja, geht es vielleicht hier insgesamt wirklich auch ums Lernen, dass du etwas dazulernst, etwas Bestimmtes. Vielleicht startest du eine Weiterbildung heute oder ja, vielleicht auch in nächster Zeit, je nachdem. Aber gibt es insgesamt einfach auch vieles zu entdecken, zu entschlüsseln. Ja, gerade wenn du auch für irgendetwas Unklarheiten hast, dann informiere dich. Ne? Decke die Geheimnisse sozusagen auf. Hier haben wir 10 Karo mit angezeigt beim Buch. Die 10 entspricht den 10 der Münzen. Ja, ja, vielleicht ist heute auch Auszahltag. Ja, insofern schließt sich dann ein Kapitel, ja, das Gehaltskapitel des vergangenen Monats oder was auch immer. Ja, ergibt sich hier vielleicht auch neues Wissen hinsichtlich, ja, eines Arbeitsbereiches oder ja, des Verdienens, des Mehrens an Fülle für Geld oder auch Gesundheit, beziehungsweise gibt es in der Beziehung vielleicht auch etwas Neues zu lernen, ein neues Kapitel zu starten, in der Familie, im Miteinander, ja, auf verschiedensten Ebenen, beziehungsweise in verschiedensten Beziehungen. Ja, 2 der Münzen, nochmal Münzen. Noch mehr Münzen, ja. Naja, hier ist vielleicht auch noch irgendetwas unklar hinsichtlich Finanzen, Familie, Beruf. Bist du am Abwägen, am Jonglieren, vielleicht auch am Jonglieren mit Geld? Ja, ist es vielleicht auch knapp, so dass du jonglieren musst. Also dir alles genau einteilen und abwägen musst. Aber vielleicht gibt es hier wirklich auch die Möglichkeit, irgendetwas hinzuzulernen, wie, ja, wie du deine Finanzen einfach auch vermehren kannst, wie du sie vielleicht auch besser einteilen kannst, zum Beispiel. Oder genauso auch hinsichtlich Gesundheit oder Beziehungen, Beruf. Ja, vielleicht darfst du dich hier irgendwie auch kundig machen hinsichtlich dessen, was für die eine Arbeitsstelle spricht, für die andere Arbeitsstelle, hinsichtlich der einen Umgangsmöglichkeit, der anderen Umgangsmöglichkeit im Miteinander. Ja, es gibt hier gerade auch zu viel zu jonglieren, viel zu leisten vielleicht und darfst du auf deine Balance ja auch immer achten. Ne? Das gibt die 2 der Münzen auch mit zu bedenken. Schau, dass du auch immer mal wieder in Leichtigkeit kommst, ja, oder dass du es vielleicht auch leichter und spielerischer angehst, was du
hier hinzuzulernen hast, eben, oder ne, was sich jetzt gerade auch an Herausforderungen bietet. Ja. Über kurz oder lang gilt es aber vielleicht auch hier hinsichtlich, ja, vielleicht auch hinsichtlich eines neuen Lebenskapitels, ne? Und der Frage, wie möchtest du weitergehen oder möchtest du ein neues Kapitel aufschlagen, möchtest du weitermachen wie bisher, in eine Entscheidung zu kommen, ja. Genauso auch, ne? Eben, wie gesagt, hinsichtlich vielleicht bestimmter beruflicher Stellenangebote, auch hinsichtlich Partnerschaft, wie kann auch in Partnerschaft vielleicht Balance, neue Balance einkehren, Ausgewogenheit, Leichtigkeit, Liebe annehmen, ist uns hier als Tipp gegeben. Ein schönes Bild. Ja, das ist natürlich interessant. Liebe annehmen. Wertschätzung annehmen, sich gegenseitig zeigen. Vielleicht darf hier ja eben auch miteinander gelernt werden. Ne? Nicht nur Wertschätzung und Liebe zu zeigen, sondern wirklich auch anzunehmen. Das ist nicht immer selbstverständlich, ne? Dass wir das annehmen. Vielleicht, weil es auch nicht so rüberkommt, wie wir es erwarten würden oder wie wir uns das selber vorstellen. Jeder hat da seine eigene Art auch der Liebesäußerung. Ja, wenn sie denn gesund ist und ausbalanciert, ja, dann dürfen wir sie uns anschauen und ja, einfach auch in Empfang nehmen, ne? Wieder geht es um das Empfangen, das Annehmen. Ne? Naja, es scheint eine wichtige Übung zu sein, eine wichtige Lektion. Aber wie gesagt, die Karten stehen schon mal gut. Auf dem Kreuz liegt ja das Kreuz dann hier letzten Endes als, na, hatten wir hier beim Lennemond die unterliegende Energie des Kreuzes. Da wird Lernaufgabe bestanden. Ja, passieren hier wichtige Schritte im Miteinander, in dir selbst, ja, dass du dich selbst auch wirklich gut annehmen kannst. Ja, gerade das eine spiegelt das andere, ne? Wenn wir Liebe im Außen vielleicht einfach auch nicht annehmen oder zeigen können, hängt es damit zusammen, dass wir ja sie selber vielleicht einfach auch, naja, nicht gelernt haben anzunehmen oder zu zeigen. In Kindheit vielleicht da auch etwas durcheinander gekommen ist, außer Balance gekommen ist. Aber wir können es jederzeit für uns selber auch wieder lernen, ja. Sei gut zu dir. Ne? Es scheint hier zu sein, dass du eben gerade, wenn du viel jonglierst, einfach auch sehr viel gibst. Ne? Vielleicht im Zusammenhang von Familie, von Kollegium, anderen Menschen. Aber es sind jeweils gerade Zahlen. Ja? Darfst du eben wirklich auch schauen, dass du dir auch wohltun lässt. Ja? Dass du einfach auch das Wohle annimmst, was kommt. Und ja, wisse, wenn da jetzt vielleicht auch nicht viel kommt, ja, tu dir selber Gutes, tu dir selber Wohles. Ne? Sei du gut zu dir. Ja, geh vielleicht einfach auch raus. Nimm die Angebote an, einfach die schon allein in der Natur zu dir kommen, momentan. Durch den schönen Sonnenschein auch, durch das saftige Grün, das belebende Grün. Ja, ein schönes Bild.
Mit der 38 haben wir zusammen übrigens zusammengenommen die ein, die 11, ja, geht es um Selbstmeisterung. Eins und eins, 11. Ja, meistere dich selbst. Ich wünsche dir alles Liebe dafür. Einen guten Start in ein neues Kapitel für dich selber auch, ja, aber vielleicht auch gar im Miteinander. Ja, vielleicht mag da jemand auf dich zukommen. Hältst du es vielleicht gar nicht so recht für möglich, ne? Was denn da jetzt passiert? Lass es dir so ein ganzes Stück weit einfach auch gefallen, ne? Nimm es an. Schau, wie es sich entwickelt, ne? Alles Liebe dafür und bis ganz bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.